Ich will den Yaris sehen, Digga. Also wäre ich imstande, mir so einen zu kaufen. Ja. Semo, ich habe meine Uhr oben vergessen. Kannst du die dann mitnehmen? Ja, mache ich. Okay, danke dir. Okay, bis dann, ciao. Ja, das kann passieren, ne? Und damit guten Morgen, YouTube. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht's bei diesem wunderschönen Wetter natürlich immer gut. Ah, wie man sieht, das ist so geiles Wetter, dass man nicht mal was Langärmiges anziehen muss. Was übrigens sehr, sehr verkehrt von mir ist. So, was machen wir denn heute? Wir fahren dumm durch die Gegend, weil es ist Sonntag, es ist schönes Wetter, es hat fast 30 Grad, ich glaube 27, 28 Grad hat's. Das heißt, es sind Vollidioten unterwegs. Also die ganzen Sonntagsfahrer werden heute wahrscheinlich rausgekommen sein. Die ganzen fetten Autos werden unterwegs sein. Verdammt viele Bikes werden unterwegs sein. Wie man sieht, das ist jetzt schon das dritte Bike, was ich sehe. Und ich fahre nicht mal 2 Minuten. Fahrradfahrer ist natürlich egal, dass es rot ist. Weil für Fahrradfahrer gelten keine Ampeln. Unser erster Experte heute schon. Spielt der Clash of Clans? Ich glaube, der hat Clash of Clans gespielt und jetzt checkt er WhatsApp ab. Oh, wie lustig ist es, anderen Leuten zuzuschauen, was sie im Auto machen. Im Übrigen, ich weiß nicht, wie voll die Isa ist. Also ich habe keine Insta-Stories geschaut. Ich war selber noch gar nicht in der Stadt heute. Und es ist jetzt schon 17 Uhr oder so, weil der eine will dann chillen, dann kommst du nach Hause, willst was essen? Ja, willst du da noch vorbeikommen? Ja, komm. Also ich sehe schon von hier, dass Isa wahrscheinlich komplett voll sein wird, Mann. Also allein schon, dass auf der Brücke so viele Leute unterwegs sind. Die chillen einfach bei Grün. Jo. Ja, ein paar Leute sind da, würde ich behaupten. Wieder ein Protest. Ah, Ecuador. Oder? War das die ecuadorianische Flagge? Ich weiß, oder Venezuela. Ich glaube eher Venezuela, oder? Wahrscheinlich habe ich mich gerade voll zum Affen gemacht. Auf jeden Fall ein Protest entweder für Ecuador oder für Venezuela. Ich glaube eher für Venezuela. Die eine muss erstmal schauen, ob ihr Make-up sitzt. Die eine muss Sprachnachrichten schicken. Digga, was passiert hier vor mir gerade? Komm, Mädelsfahrt. Ich glaube, die machen davor das Fettparty. Was geht denn bei der? Boah, also bis jetzt sind nur ziemlich normale Leute unterwegs. Ich dachte echt, dass heute Katastrophe sein wird, aber es gibt nichts, worüber ich mich aufregen kann. Habe ich Bock zu warten? Na, muss ich leider. Weil der GTI nicht so gut dasteht. Also irgendwas sagt mir, ja, ich wollte es gerade sagen, dass es ein bisschen flatter vorangehen wird auf der Geraden. Soll ich mal ein bisschen nach oben machen? Hat da jemand die Klappen aufgemacht? Ah, ah, ah! Oh, da ist ein GR Yaris. Hier kommt, Jungs. Ich will den Yaris sehen, Digga. Yo. Also, das ist der M4. Der M6, sorry. Ja, schon, Digga, was knallt denn da gerade? Da, Junge, der GR Yaris. So ein schönes Auto, Digga. Mal fertig. Krass geiles Ding, Mann. Ohne Spaß. Also, der fällt mir mehr auf als jetzt irgendwie, was weiß ich, ein AMG oder sowas, Mann. Alter, SE. Das habe ich auch nur daran erkannt, weil SE da stand. Ich kenne mich null aus mit alten Fahrzeugen. Digga. Kannst du keine Verkehrsschilder lesen? Ich habe jetzt mal eine Frage an alle. So ein Ferrari, ich weiß, geiles Ding, wirklich. Performance wahrscheinlich. Ciao Leben, Junge. Aber ich weiß nicht, Mann. Irgendwie sprechen die mich nicht an. Also wäre ich imstande, mir so einen zu kaufen. Okay, tut mir leid, Ferrari, dass ich dich schlecht geredet habe. Boah, es hat mir gerade voll auf die Brust geschlagen, sein Gast. War ich stehen geblieben. Wäre ich imstande, mir so ein Auto zu leisten? Ich glaube, ich würde mir echt kein Ferrari holen, Mann. Hatten die gerade Beef oder? Was war denn da los? Oder kannten die sich einfach? Digga, weiß alle, sind hier so voll auf Schickimicki unterwegs und ich fahre in irgendwelchen alten Schuhen und Jogginghose, Mann. Aber Socken, diesmal passen sie sogar. Das liegt aber auch daran, dass ich mich, glaube 20 Paar schwarze Socken gekauft habe, damit immer die Socken passen, weil schwarz geht immer. Glaubt ihr, bei der Maximilianstraße ist was? Es ist halt Sonntag. Sonntag ist alles zu. Das hat ja an sich eigentlich alles zu, oder? Egal, schauen wir uns das mal an. Digga, ich stehe einfach hier und dann passiert sowas. Ja, komm, 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 komm. Mann, das hat jetzt eigentlich komplett den Sinn des Videos verfehlt. Ich wollte eigentlich schauen, ob mich irgendjemand zum Road Rage bringt, aber gar nichts. Die Leute bedanken sich sogar.
Ist die neue S-Klasse? Ich glaube schon, oder? Finde ich nicht geil, Digga. Ich weiß nicht, ich finde die neue S-Klasse gar nicht hübsch. Der fährt da jetzt hinten raus, Mann. Mein Gott, Jungs. Was macht der Audi? Der hat sich auch jetzt einfach entschieden, ich bleib stehen, Bruder. Hä? Digga! Das sind die Leute, die ich meine. Sowas habe ich gesucht. Warum taucht das erst jetzt am Ende alles auf? So, wir fahren jetzt die Maximilianstraße lang. Da ist ein alter Käfer. Nice. Ich schaue diesmal auch nach Autos. Nicht so wie beim letzten Mal, wo ich hier durchgefahren bin und gar nicht geachtet habe, was hier rumsteht. Aber steht halt auch nichts rum, ne? Ist ja aber auch Sonntag. Sonntag ist wirklich nichts hier los, weil halt nichts offen hat. So ist gar kein Grund, hier zu sein eigentlich. Naja, YouTube. Ich sag, wir hauen mal rein. Heute ist ein bisschen was passiert. Oder wir haben zumindest ein bisschen was gesehen. Ich habe nicht viel erzählt. Eigentlich habe ich erwartet, dass es ein komplett anderes Video wird. Aber sowas kann man ja nicht bestimmen. Ja, Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt das wunderschöne Wetter, was übrigens noch morgen ist. Und dann regnet es wieder in der Woche. Also wenn das Video kommt, ist wahrscheinlich schon wieder schönes Wetter. Bleibt mir gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Yalla.